erstes braucht ihr so Tiegel, einen Löffel, einen alten Lippenstift, Vaseline und eine Schüssel. Als erstes nehmen wir jetzt von unserer Vaseline ein bisschen und machen es in die Schüssel. So, der nächste Schritt, ihr müsst einfach ein kleines Stück von eurem Lippenstift, den ihr habt, abmachen. Und dann versuchen einfach alles unterzurühren. So, und jetzt nehme ich euch mit in die Küche. Jetzt reden wahrscheinlich viele im Hintergrund. Ich werde das jetzt in die Mikrowelle machen und immer mal wieder rausholen und umrühren. Und ja, danach gehe ich wieder hoch in mein Zimmer. So, jetzt zum Schluss füllen wir unsere flüssige Vaseline einfach in diese kleinen Behälterchen. Stell sie jetzt noch in den Kühlschrank, damit sie ein bisschen abkühlen. So, und wie ihr seht, ich habe es schon benutzt. Es ist wirklich eine total feste Konsistenz, also ich drücke da jetzt richtig drauf rum und ja. Es bleibt einfach genauso viel, wie man braucht, am Finger hängen und es macht die Lippen so weich. Und riechen tut's wie so ein richtiger Labello halt, finde ich irgendwie. Also für mich ist das irgendwie nicht so, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall bombig, weil, ja, total einfache Idee, wenn man einen alten Lippenstift hat und Vaseline ist eigentlich nicht so teuer. Und als kleines Geschenk, auch so jetzt für Weihnachten zum Beispiel, ist es einfach perfekt.